Das war's. Happiness is a warm gun. Yes, sir. Happiness is a warm gun. Das Lied, das ich gestern mit der Kanzlergattin assoziiert hatte. Yeah. Doris Schröder-Köpf. Aber ich wusste nicht, aber Herr Antrag wusste es. Man bringt dieses mit diesem Beatles-Song mit Heroin in Verbindung. Ist das richtig? Ja. Ja. Muss, aber gibt es verschiedene Thesen. Welche ist die andere? Dass es nichts mit Heroin zu tun hat. Ach so. Es ist ja alles zweideutig in dem Ding. Ich bin beruhigt. Weil nicht, dass es noch geheißen hätte, ich würde die Kanzlergarte mit Heroin in Verbindung bringen. Das hat auch keiner so verstanden. Vielleicht hätte sie es so verstanden und ruft an oder ja. Schreibt. Die Kanzlergattin ist, ich glaube, die Kanzlergattin ist nervöser als der Schnitt der Bevölkerung zurzeit. Oder? Ja, gut, aber ist ja auch nicht jeder mit dem Kanzler verheiratet, ne? Noch nicht. Und sie hat gesagt, der Verfasser des Steuersongs, Elmar Brandt, lebt parasitär. Ja. Tun wir das nicht alle? Darf man parasitär sagen? Ja, wieso nicht? Ist das nicht so ein Begriff aus der Abteilung Schmeißfliegen? Leben die Schmeißfliegen parasitär? Ratten? Ja, aber parasitär ist ein Also eigentlich aus der Biologie entlehnt und nicht unbedingt auf den Menschen übertragen. Eben. Für mich als traditioneller neue Mitte-Anhänger, ja, parasitär. Stiegler, bitte melden. Darf man das sagen? Muss man das sagen? Ja, die Kanzlergattin darf es ganz bestimmt. Die Kanzlergattin darf es sagen, weil sie macht es ja meistens für einen guten Zweck. Ja. Ja, es ist ja irgendwie, der Kanzler wohnt im Swimmingpool und der Mann selten da, man ist nervös, man wird beim Einkaufen da angesprochen. Ja. Aber die telefonieren oft. Ja, und früher hat der Kanzler sogar von Journalisten-Handys aus sie angerufen. Tempi Passati, damals in der ersten Legislaturperiode. Ach so, ja. Ja. Heute Abend haben wir einen Gast, meine Damen und Herren. Danke, Sven. Heute Abend haben wir einen Gast und viele werden sagen, Donnerwetter, war die nicht schon mal bei euch? Und ich habe nachgeguckt. Ja, sie ist heute zum 11. Mal bei uns. Sie wohnt gleich um die Ecke, ja, und es ist immer ein Highlight. Und lass Sie überraschen, mit welchem Kostüm sie heute hier auflaufen wird. Unsere liebe Freundin, demnächst auch Kollegin, denn dem Sender ist es gelungen, sie vom ZDF wegzuschnappen. Hella von Sinnen. Toll. Falls Sie im Sendegebiet von DR3 wohnen, meine Damen und Herren, dann summen Ihnen wahrscheinlich noch die Ohren, weil Sie gerade das Hörspiel Zeno Cosini gehört haben im NDR. Und wir haben gestern unseren befreundeten Sender, den NDR, gebeten, uns eine Kassette zu schicken, damit ich im Autoradio hören kann, im Kassettenrekorder, Zeno Cosini, gesprochen von Gerd Baltus und vielen anderen. Der NDR hat uns heute einen Fax geschickt. Ist der NDR ein Sender, der einfach nur Kassetten schickt? Nein. CDs. Bereits auf CD. Ist der NDR ein Sender, der eine CD schickt? Nein. Er schickt den Chefredakteur des NDR Hörfunks vorbei, genau, damit der hier persönlich die Zeno Cosini CD abgibt. Herzlich willkommen, der Chefredakteur des Norddeutschen Rundfunks, heute Abend per Zufall frei, Joachim Knuth. Nehmen Sie doch Platz, Herr Knuth. Gerne. Ja, nehmen Sie Platz. Ja, ich habe Ihnen was mitgebracht, Herr Schmidt. Jetzt bin ich aber gespannt, Herr Knuth. Wir waren etwas besorgt, dass Sie unser Funkhaus tatsächlich stürmen. Und nein, haben das uns war gesagt, ja ein Scherz. Also Zeno Cosini, Zenos Gewissen, ja? 660 Seiten Roman auf 3 Stunden CD für Sie als Weihnachtsgeschenk. Das ist aber wahnsinnig nett. Vielen Dank und wir sagen es gerne mal. Das kann toll. Das kann der Hörer, die Hörerin auch demnächst als Hörbuch kaufen. Auch als Hörbuch, erscheint im Februar im Hörbuchverlag. Ja. 21,90 €. Und das ist guter Stoff. Der Mann Zeno ist ja Hypochonder. Ja, unter anderem. Und, unter anderem, hat kein leichtes Leben. Ja. Es misslingt ihm eigentlich alles, aber am Ende stellt man fest, es funktioniert dann doch. Und er trägt es mit Humor. Er findet die falschen Frauen, mit denen er glücklich wird.
Also das ist Stoff, der... Beneidenswert eigentlich, ja? Oder? Ja. Unser Geschäftspartner Guido, es läuft nichts, aber er geht in die Firma, um sich abzulenken, jeden Tag. Also ein Mann, der eigentlich wieder erschreckend aktuell geworden ist oder erfreulich aktuell. Und es gibt einen Psychoanalytiker, dem mir das ganze Buch erzählt. Dessen Therapie abgebrochen wird, weil Zeno sagt, es bringt nichts. Ja. Heute Abend war der erste Teil, am Dienstag, dem 11. Nächsten Dienstag ist der zweite Teil. Exakt. Im NDR, 20.05 Uhr, ist das richtig? NDR Kultur. NDR Kultur. So heißt es. Und wir pflegen die Künste und wir hoffen, dass sie Spaß haben. Absolut. Kriegen Sie genügend Geld von der ARD oder müssen Sie irgendwie, damit Leute wie Beckmann durchgefüttert werden können, zurücktreten? Ach, wir brauchen immer mehr, als wir haben, aber das geht den anderen auch so, Ihnen doch auch, oder? Also wir können uns nicht beklagen, wir werden direkt verwöhnt. Ja? Ja. Immer noch? Mhm. Jeden Tag mehr. Ja? Ja. Also wirklich wahr. Kaum wünsche ich mir was, hab ich's. Der Sender liest mir vor den Augen ab. Ist bei Ihnen nicht so? Das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber bei dem sind Sie ja nicht mehr. Nee, aber da war das so. Da war es so, ne? Ja, Herr Knut, schauen Sie mal, was hier steht. Verabschiedung. Ja. Unglaublich, dieser Druck. Ja, das ist so unglaublich. So ist das bei Ihnen. Sind Sie extra zu drin gekommen? Nein, ich war nicht. Einen schönen Abend. Tausend Dank und viel Erfolg weiterhin. Danke. Der Ende der Hörfunk, meine Damen und Herren. Das ist wirklich sehr nett. Wir hören jetzt mal rein. Das ist Medienfachsprache. Wir hören mal rein. Wir hören mal rein. Er hat dir doch schon die ganze Inhaltsangabe gesagt. Nee, es waren nur Teile davon. Da ist zum Beispiel die Passage, wo der Vater von Zeno stirbt. Wie geht das hier auf hier? Wie der Vater von Zeno stirbt und es tut ihm nicht leid. Und das willst du jetzt finden? Das finde ich jetzt mal. Warum sagst du es so ängstlich? Sag mir, wenn wir die Zeit nicht haben. Ich habe alles richtig gemacht. Wir haben dir den dahingestellt. Ja, ich weiß, ich war. Ich bin der Arzt, von dem mitunter in wenig schmeichelhaften Worten die Rede ist. Wer etwas von Psychoanalyse versteht, weiß, wo die Abneigung einzuordnen ist, die der Patient mir entgegenbringt. Ich muss mich entschuldigen, dass ich meinen Patienten dazu veranlasst habe, seine Autobiografie zu schreiben. Psychoanalytiker werden über eine derartige Neuerung die Nase rümpfen. Aber er war alt und ich hoffte, seine Vergangenheit würde in der Erinnerung neu aufleben. Die Autobiografie könnte ein geeignetes Vorspiel zur Psychoanalyse sein. Ja, das ist toll. Noch heute scheint mir meine Idee gut, da sie mir unverhoffte Resultate geliefert hat. Das bezieht sich jetzt nur auf den Kassettenrekorder mit dieser Pause. Wenn der Kranke sich noch mittendrin der Behandlung entzog. Das ist großartig. Das ist was für lange Autofahrten. Ja, ganz klar. Dreieinhalb Stunden. Wenn du auf der A1 stehst, weißt du? Wenn du auf der A1 stehst, neulich stand ich auf der A1. Ja? Es wurde nicht mehr Schritt gefahren. Ich stand nachts 45 Minuten. Vor Kreuz Löwe nicht. Nein, vor dem Kreuz Wuppertal Nord. Oh. Ja. Wo du nur einen tödlichen Fehler machen kannst, versuchen über Remscheid Bundesstraße nach Köln zu kommen. Ja. Aus Feierabend. Alle Autos standen, Lichter aus, Motoren aus, nachts. Hast du mal erlebt? Nein. Gespenstisch. Und immer diese Angst, es kommt ein holländischer LKW hinten, der schon sagt... Du kannst doch nicht aussteigen, nix, ja? Das ist toll, Zeno Corsini. Das ist fantastisch. Und in der Kritik jetzt für diese Hörfunksendung stand, Italo Svevo hat sozusagen Freud in den Roman übertragen. Geil. Ja, und in meiner Ausgabe ist ein Vorwort von François Bondy. Da steht, man muss dieses Buch von Marx her lesen. Ich habe es einfach mal so gelesen, verstehst du? Ja. Von Marx her, von Freud her. Heute haben sich übrigens sehr, sehr viele Leute beschwert, dass du irgendwie nicht die Manesse-Übersetzung genommen hast. Warum? Weil die andere wäre dumm. Welche? Ja, die du hast, von Rororo. Wieso soll die dumm sein? Naja, weil die so altbacken ist. Ach, das können die Leute beurteilen? Ja. Unsere Zuschauer wollen das beurteilen können? Ja. Die können so gut Italienisch? Ja, zumindest ist die neue Übersetzung wohl... Ich will aber keine Übersetzung, die so sind. Ich will es betulich haben. Ach komm. Und ich möchte vor allen Dingen nicht als Ray Charles angesprochen werden, wenn ich Manesse zu Ende gelesen habe. Ja? Ich habe dir doch gesagt, das ist so klein, das Buch. Aber doch, es ist so nicht klein. Mehr. Was? Es gibt ja außerdem diese Lesehilfen, die man so über die Zeilen ziehen kann.
Neulich habe ich von Bertelsmann zwei Bücher geschickt gekriegt. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr, ja. Lieber Herr Schmidt, wir haben gehört, Sie wollen die kleinen Buchstaben nicht, wir können Abhilfe schaffen. Großbuchstaben. Ehrlich? Ja, ja, aber was denn? Susi geht in den Wald, hieß das Buch. Die haben nur zwei Bücher in Großbuchstaben, ja. Und das heißt, wenn Sie schon alt sind, ja, und nicht mehr sehen können, dann lesen Sie wenigstens dieses Buch. Wie Susi ihr Pony streichelte, war das andere. Zwei Susi-Romane mit solchen Buchstaben. Ja? Das war doch eher außerdem ist, wenn du bei Manesse umblätterst, weißt du nicht, habe ich jetzt 40 Seiten oder eine Seite. Ach. Es klebt alles zusammen. Na, das ist bei DTV Dünndruck so, aber Manesse, das sind richtig dicke Seiten. Du, wann hast du das letzte Manesse-Buch in der Hand gehabt? Neulich. Henry James, der Wunderbrunnen, der Zauberbrunnen. Naja. Der Wunderbrunnen. Haben Sie es gelesen? Sagen Sie mal ganz kurz, worum es da geht. Um nichts. Ein stundenlanges Partygerede. Können wir es wagen? Nachher werde ich länger zu ihr hinschauen. Ich werde den Blick ein bisschen länger halten. Haben Sie gesehen, wie sie die Teetasse abgestellt hat? Das bedeutet, sie will mich nachher sprechen. Ich ging aus dem Haus. Ich schritt die Platanenallee entlang. Wieder rein ins Haus. Ich guckte. Die Tasse stand immer noch da. Das war ein Zeichen für mich. So geht das seitenweise mit so kleinen Buchstaben. Da lese ich lieber, Susi kauft ein Pony. Ja, das war das. So, solche. Pro Seite ein Buchstabe. Welches Bier trinkst du heute? Ich bin so weihnachtlich gestimmt und deswegen trinke ich ein Kitzmanns Wintergold. Mmh. Toll. Dieses Geräusch hinterher muss auch sein? Was? Mmh. Ja, das ist ganz wichtig. Das könnte uns auch neue Werbekunden bringen. Denn, meine Damen und Herren, wir unterstützen heute eine hauseigene Aktion. So ist es. Jetzt haben wir Post bekommen und zwar, unser Sender plant eine Aktion, Mitarbeiter helfen ihrem Sender sparen. Ja. Eine tolle Aktion. Die Basis wird gefragt. Wir, die kleinen Frontschweine, ja, die Tag für Tag in einem sinnlosen Stellungskrieg der Fernsehunterhaltung im Graben sitzen und sagen, hat sich da drüben einer bewegt? Es war ein Holländer. Ja? Wir können Vorschläge machen, wie unser Sender sparen kann. Das hat man uns mit solchen Plakaten mitgeteilt, zum Beispiel weniger ist mehr. Wirtschaftswunderwoche vom 1.12. bis 28.02. So läuft das bei uns. Deine Idee zur Kostenreduzierung sind gesucht. Für die besten Vorschläge winken wertvolle Sachpreise, Reisen und mehr. Infos im Intranet oder unter, die Nummer haben wir geschwärzt. Genau. Oder auch hier, spar ein, sahn ab. Selbe Aktion. Da sind wir sehr dafür, der Sender spart ein und wir sahen ab. Ja. Oder hier, erst geizen, dann heizen. Das sind die Plakate, die jetzt überall in der ProSiebenSat.1 Media AG hängen. Ja, der Hintergrund ist ja, für die geilste Sparidee gibt es echt so einen BMW Mini Cooper im Wert von 20.000 Euro. Ist toll. Doch ein Hammer, oder? Was gibt es als zweiten Preis? Ein Smart, ja. 10.000 Euro. Und wertvolle Geldpreise. Ja, Reisen, Sachprämien, das können wir uns jetzt alles an Land ziehen. Ja, ich habe hier die Mitspielbedingungen. Ausgeschlossen sind zum Beispiel Aktionen, wo es heißt, Sendung XY soll gestrichen werden oder Tochterfirma Z muss geschlossen werden. Hier, von der Geschäftsleitung, ja, Tochterfirma Z. Was heißt Tochterfirma? Ja, hier unten, ganz unten, Ende der Seite. Vorsicht, Ende der Seite, hier, so. Tochterfirma Z muss geschlossen werden. Das geht natürlich nicht. Wie kann ich meine Idee einreichen? Intranet. Ja, oder einfach jetzt in die Kamera sprechen. Ja. Was können wir tun, um zu sparen? Ich habe zwei Vorschläge auf jeden Fall. Okay. Kein Fußball mehr. Unpopuläre Vorschläge. Bin ich Hans Eichel? Ja. Ja? Bin ich ein Lügner? Nein. Bin ich ein Wahlbetrüger? Hallo, Nein. Koch! Ja? Das heißt, kein Fußball mehr. Jetzt ist aber verboten, natürlich Vorschläge zu machen, wo Sendungen abgeschafft werden. Stimmt. Ran geht nur, nee, wieso? Nur es XY sollte entlassen werden, darf man nicht? Na ja, gut, aber ich finde, ran geht weiter, aber ohne Fußball. Mit? Ein fairer Kompromiss. Mit Gewinnspielen, mit Super-Q und mit Berichten über Effenberg. Ja, stimmt. Ja, das kann man wirklich machen. Es gibt ja in Italien auch so eine Sendung, da wird die ganze Zeit über Fußball geredet und überhaupt nichts gezeigt.
Weil die Fußballrechte, das ist ja das Unverschämte. Das heißt bei uns Sportschau, ARD. Ja, genau. Ja. Da kommt immer hinten so ein Foto von einem, der sich ein Handy ranhält. Und dann sagt Waldi Hartmann, warst du wirklich so aufregend in Leverkusen? Ja, weil er hat natürlich alles auf Premiere geguckt. Ja, klar. Das heißt, oder Fußball zu Preisen, die der Markt hergibt. Ja, aber die ARD wird da ja alles bezahlen. Die ARD wird alles bezahlen, im Fieber wieder Fußball haben zu können. Ja. Hunderte von Millionen Euro spart man ein durch Fußballübertragungsverzicht. Das ist sehr gut. Zweite Aktion, keine Teilnahme mehr an der jährlichen Telemesse. Oh, echt? Kostet das so viel Geld? Sündhaft teuer. Alle Sender auf der Telemesse sagen dir, es ist wahnsinnig teuer. Ja. Ja? Aber alle sagen, wir müssen mitmachen. Warum? Ich war 7-mal da, ich weiß, wovon ich rede. Was passiert da überhaupt? Man sitzt da, es sitzen unten die ganzen Werbetanten in engen Höschen und gehen mit solchen Taschen von Werbegeschenken dann auf irgendwelche Aftershow-Get-Togethers. Es ist nur für die Werbekundschaft. Es ist nur für die Werbekundschaft und die Werbekundschaft soll bei uns buchen. Ich schlage vor, man nimmt von der Senderfamilie nicht mehr an der Telemesse teil, sondern macht mit der Aktion Rent a Casper Hausbesuche bei wichtigen Werbekunden mit Leistungsträgern aus der Senderfamilie. Also das heißt zum Beispiel, Otti Fischer kommt zu deiner Weihnachtsfeier. Ach, und das würdest du auch machen? Ich würde das auch machen. Ich würde, sagen wir mal, bei Kunden, die 30 bis 40 Millionen Euro Etat einbuchen, große Schokoriegelhersteller, Waschpulverlieferanten, Autokonzerne, irgendwie eine Gala. Beim 50. vom Chef im häuslichen Kreis mir mal anhören, was seine Frau von der Fernsehunterhaltung hält. Mir gefällt das nicht, Herr Schmidt, wissen Sie? Also früher hat mir das besser gefallen. Wie hieß das denn, der Hans Rosenthal? Ja, da haben wir sehr gerne alle geschaut. Also, das bin ich ganz Ihrer Meinung, gnädige Frau. Ja? Hat Ihr Alter schon bezahlt? Dieser persönliche Kontakt, dass man zu den Werbeleistungsträgern, es sind ja nicht die Konzerne, sondern die Agenturen, die die Werbung buchen, die sind der Entscheidende, dass man zu denen nach Hause geht. Ich hätte auch noch einen Vorschlag. Was? Man muss ja die Stärken hervorkehren. Der Nachmittag, Calvas. Richtershows. Calvas ist ja Psychoshow. Psychoshow. Ja, Calvas. Dann wieder Richtershow. Ja, dann aber Richter, Salesch, Holt. Ja. Wenn man die statt einer Stunde anderthalb Stunden macht. Jede Sendung. Jede Sendung. Dann hat man ja anderthalb Stunden vom Vorabend, der jetzt nicht so gut läuft. In den Vorabend rein verlängert. Was sind die weiteren Stärken? Mittwoch, super Otti. Ein absoluter Geldbringer, Otti Fischer. Ja. Neben ihm gibt es nur noch eine bei uns, das ist Anke Engelke. Ganz genau. Die den sehr schwierigen Freitag in den Griff gekriegt hat. Ja. Ja. Gegen das große Erfolgsprogramm von RTL. Das heißt, Otti und Anke verdoppeln, wiederholen. Also einfach, man muss das irgendwie ein bisschen. Dann nächster, was ist der nächste ganz große Erfolg? Movies. Ja, auch. Na, unsere Show. Ich sag dir, ich fange bei mir selber an. Ja? Ich bin für leistungsbezogene Verträge. Wie soll das gehen? Nach Hollywood-Vorbild. Ja? Das heißt, es gibt eine Grundgage für den Filmstar in Hollywood und danach ist er am Einspielergebnis beteiligt. Du willst also einen Sockelbetrag im sozialverträglichen Rahmen. Zum Beispiel? Verhandelbar. Ach so. Das sind Details, die man jetzt nicht, mit denen dann das Publikum nicht belästigen sollte. Ja? Ein Sockelbetrag. Okay. Und darüber hinaus erfolgsabhängig bezahlt. Oder, nächste Stufe, hängt vom spielerischen Ehrgeiz des neuen Eigentümers ab, Rückzahlung von Gage bei Minderquote. Jeden Abend? Es muss jeden Abend, das schafft Arbeitsplätze. Der Gagenrechner im Konzern, der einfach sagt, guten Morgen, gestern 12%, wir kriegen von Ihnen 6.000 Euro. Danke. Das ist ein ausgebildeter Buchhalter, der das durchrechnet. Da würdest du dich drauf einlassen? Wäre ein Spiel wert. Okay. Der Sender senkt ja auch Werbepreise. Ja, ja, aber nicht unsere. Nein, aber zum Beispiel bei ProSieben haben sie jetzt, also was weiß ich, bei TV Total 6% die Werbepreise gesenkt. Ja. Schon zum dritten Mal oder so. Ja. Also, das heißt, wenn eine Sendung zu teuer ist, für den Kunden wird der Preis gesenkt. Da muss man den Moderator mit einbeziehen. Das ist richtig, ja. So, das schafft sozusagen ein engeres Corporate Identity-Gefühl zum Sender, weil man weiß, jeden Abend bin ich sozusagen mit dem, was ich mache, unmittelbar an meinem Konto beteiligt und am Gewinn des Senders.
eine Win-Win-Win-Situation. Auch der Sender verdient ja davon, wenn der Moderator sich besser anspricht. Bisher ist dir also alles scheißegal? Bisher ist mir nicht scheißegal, aber sag mal so, die Frage ist, wie stark der künstlerische Antrieb ist, mit eine Sendung mit dem Rücken zum Publikum zu moderieren, wenn du weißt, es geht unmittelbar an deine Kasse. Ich halte das für einen sinnvollen Vorschlag, dass man dem Moderator sagt, ist ein Grundgehalt und der Rest ist leistungsbezogen. Wie im Fußball, wie überall. Lazio Rom kriegt keine Gehälter, was machen sie? Jedes Spiel mit 4 Toren Unterschied gewinnen. Klar. Wer ist pleite? Kaiserslautern. Was machen sie? Jedes Spiel mit... Na, ja, mit 4 Toren Unterschied absagen. Noch ein Vorschlag. Die Erfolge größer rausstellen. Sat.1, Broti und Patschek. Edel und stark. Movies. Gestern Abend, Mutter wedelt mit der Palme. Oder wie hieß der Film? Wie hieß der Film? Mutti. Mutti, komm mal von der Palme. Nee, Mutti ist. Hilfe, Mutti ist eine Palme. Die Palme und der Mörder. Wie hieß denn der Film? Mutti geht auf die Palme. Mutti geht auf die Palme. Fast so erfolgreich wie das Schwarzwaldmädel jetzt in der ARD. Wie heißt das? Das Schwarzwaldhaus. Ja. Das habe ich gesehen, wo Yoshi den Schlitten in den Unterleib gekriegt hat. Seine Familie, die unter Originalbedingungen vor 100 Jahren im Schwarzwald lebt. 6 Millionen Zuschauer. Das siehst du, es sind die einfachen Dinge, nach denen man lechzt. Das einfache Leben, einen Schlitten voll Heu ins Haus fahren. Na klar. Ja, die einfachen Dinge, nicht dieses Überkandidel mit fremden Texten und so weiter. Ja? Noch Vorschläge? Unsere Sendezeit verändern? Wäre ein Experiment, dass man sagt, okay, wir senden zu denselben finanziellen Konditionen eine Stunde früher. Ja. Da können höhere Werbepreise verlangt werden. Ja. Und die streicht der Sender ein. Das hieße natürlich für 5 Sendungen in dieser Woche zu diesem Zeitpunkt Verschiebung nach Mitternacht. Oder auf den Nachmittag. Ja, eben, eigentlich doch in den Vorabend hinein, nach vorne. Ja. Ja. Also nicht nach Mitternacht, sondern... In den Vorabend, da sind dann Plätze frei. Ja, genau. Bei ProSieben wird der Nachmittag frei? Oder nicht? Wieso jetzt? Ja, weil ja diese neuen Shows vielleicht dann auf Kabel 1 laufen. Ach so. Ja, aber irgendwas müssen sie ja senden. N24 zum Beispiel, unser Nachrichtensender. Nee, muss man ja da mehr. Teure neue Nachrichten produzieren? Kann man nicht Nachrichten vom Vortag mit positiver Aussage wiederholen? Müssen wir ein Korrespondentennetz von 40.000 Korrespondenten in allen Brennpunkten der Welt, hat ja N24 haben, ja, ja. Um wirklich Deutschlands führender Nachrichtenkanal zu sein, kann man nicht sagen, guten Tag, meine Damen und Herren, sind Sie froh, dass Sie nicht wissen, was heute alles los war? Hier ist das Glücksrad. Ja. Oder? Kostet weniger, ja. Macht Spaß, macht gute Laune. Weiß denn ProSieben, wo sie uns den Mini hinschicken sollen? Ja, natürlich. Wir haben Damit haben wir doch gewonnen. Ja, aber selbstverständlich. Ich sagte, diese Vorschläge sind zu radikal. Man will kleinere Vorschläge, wie dass man auch Papier von der Rückseite beschreiben soll oder so. Es muss ja schon ein bisschen Geld bringen. Also das steht auch drin, es muss wirklich Geld bringen. Ja, aber das bringt. Kein Fußball, N24 sendet Best-of-Nachrichten der letzten Woche. Ja. Moderatoren werden leistungsgemäß bezahlt. Telemesse wird abgesagt, stattdessen Hausbesuche bei Schokoriegelherstellern. Ja. Was hatten wir noch? Fischer geht einmal pro Tag einfach durchs Programm. Ja, genau. Ja. Und Nachmittagsshows anderthalb Stunden länger. Und Nachmittagsshows anderthalb Stunden länger. Zieht euch warm an bei RTL. RTL muss auch sparen. Oh ja. Ja, aber Sie wissen es noch nicht. Doch schon. Ja? Ja, die kriegen doch irgendwie selbst Wer wird Millionär nicht voll gebucht. Ja. Ja, und Sie haben die Serie, von der John Cleese sagt, sie sei besser als 40.000 im Original, im Keller und strahlen sie nicht aus. Ehrlich? Weil der Mahan sie kein Englisch kann. Oh Gott. Ja. Hat's gesehen, hat's nicht verstanden, so wie Kurt Felix früher. Früher, bevor Kurt Felix, verstehen Sie, Spaß ruiniert hat. Ja? meine Show, die ich mal erfunden habe. Ja? Da wurde bei Verstehen Sie Spaß zum Beispiel Elton John nicht eingeladen, weil Kurt Felix kein Englisch kann. Da hat man gesagt, Kurt, nimm doch einen Knopf im Ohr. Aber das sieht blöd aus. Ich leg mal die CD hier ein von Zeno Corsini, oder? Aber ist jetzt vielleicht zu hektisch. Ja? Jetzt kommen wir zu etwas Tollem, zu unserem Adventskalender. War das richtig? Ja. Heute ist es ein spezielles Geschenk, ich weiß schon, was es ist, für eine Dame.
wirklich für eine Dame. Welche Dame möchte heute ein wertvolles Geschenk mit nach Hause nehmen? Sie haben gestern gesehen, gestern war es ein DVD-Player. Sind das denn alles Damen, die sich melden? Ja? Ich nehme die Dame da links außen neben Sascha. Ja, hier. Ist das nicht Sascha neben ihm? Sie. Sie, die Dame im braunen Pulli. Hallo. Sie. Sie. Sie, wie heißen Sie denn? Leonora. Aus? Leonora, ist Ihnen nicht eingefallen, woher Sie kommen? Ich glaube, ich komme aus einem ganz kleinen Dorf, deswegen. Nehmen Sie Platz, wo kommen Sie denn her? Aus Ruppichteroth. Ruppichteroth, ist das nicht im Bergischen Land? Ja, genau. Oder ist es Sauerland? Bergisches Land. Ja. Was machen Sie beruflich? Ich mache mein Abitur, also ich versuche es. Aha, welche Leistungskurse? Geschichte und Englisch. Oh, sehr gut. Da werden Sie das Geschenk gut brauchen können. Ja, was wir haben. Herr Andrak, holt es mal. Heute ist es heute das Säckchen Nummer 4. Wollen Sie dann Lehrerin werden? Nee, eigentlich nicht. Was wollen Sie denn werden? Direkt ins Auswärtige Amt mit Geschichte und Englisch? Ja, genau. Ja. Hier ist das Geschenk. Ja, was wollen Sie denn werden? Ich möchte ins Auswärtige Amt. Wirklich wahr? Ja. Sie wissen, dass es da von alten Säcken wimmelt, die an jungen Frauen rumkrapschen wollen, ja? Oder? Was wollen Sie denn da machen? In irgendeinem Planungsstab mitarbeiten? Ich weiß nicht, ich würde einfach gerne in verschiedene Länder gehen und da so Projekte leiten. Aha, also im Ausland. Oder ja. In Afrika? Gerne im asiatischen Raum irgendwie. Haben Sie ein Lieblingsland? Ja, also mein Traum ist so Japan. Das müsste möglich sein, oder? Ja. Ruf doch mal bei den Jungs da. Die sind uns doch was schuldig. Echt? Ja. Was? Ja, dafür, dass Sie die Veraussöhnung mit Amerika wieder hingekriegt haben, können Sie doch mal Leonore nach Japan schicken, oder? Ich organisiere das. Ja, soll der Botschafter dort soll irgendwie abgezogen werden und dann macht das Leonore. So, jetzt können Sie Ihr Geschenk öffnen und ich glaube, Sie werden begeistert sein. Auch in Japan sehr gut zu gebrauchen. Da wohnt man da drin. Wow! Ein City-Rucksack! Gefällt Ihnen der echt? Sagen Sie es ehrlich. Meiner Mutter. Die Farbe gefällt Ihnen nicht? Das Gold nicht, aber sonst, die Farbe finde ich nicht schlecht. Die Farbe finden Sie okay. Das Gold hier ist ja, der war teuer. Das Gold ist doch, das kannst du doch einer jungen Frau im Auswärtigen Amt, diese Goldglitzerchen, sowas hat man doch irgendwie auf dem SPD-Parteitag beim Kaffeetrinken an den Ohren, aber nicht an einer Tasche. Sollen wir die Tasche für Sie umtauschen? Oder wollen Sie es mitnehmen? Wollen Sie den Gegenwert in Geld? Soll ich die Reißverschlüsse rausreißen? Nee, Sie sind zu bescheiden. Ja? Sie müssen das schon im Auswärtigen Amt und so, da müssen Sie eine gewisse Härte. Zwar diplomatisch formuliert, aber Sie können die Tasche, machen Sie es doch wieso, wenn hier die Gäste was schenken, ich lasse es einfach stehen und gehe nach Hause. Oder für Ihre Mutter, aber jetzt hat sie es im Fernsehen gesehen, da ist sie vielleicht beleidigt. Ich denke nicht, dass sie es sieht, aber ich weiß, ja. Ja? Sie können sie mal testen. Wir können das ja noch nett für Sie einpacken, dann können Sie sagen, schau mal Mutti, was ich hier aus Köln mitgebracht habe. Und wenn sie sagt, ach, hast du das nicht von diesem widerlichen Menschen im Fernsehen bekommen? Dann sagt sie, ja, und ich mag es auch nicht. Und wir haben es weg. Nehmen Sie es mit, Sie finden schon einen. Ja? Viel Erfolg auf Ihrer politischen Karriere. Alles Gute. Tschüss. So, jetzt stellen wir das Modell hier vor, ja? Jetzt stellen wir das Modell vor von Köln-Mühlheim. Nein. Warum nicht? Ja, weil jetzt unser Gast kommt. Hat es von der Zeit wieder nicht geklappt? Nein. Haben wir uns verplaudert? Ja, ja. War ich zu langsam? Nein, du warst toll heute.
Ich fand dich. Also komm, bitte. Ich fand mich heute schwach. Ehrlich? Ja, das ist wirklich sozusagen dieser alte Stalinist in mir, die Fähigkeit zur Selbstkritik. Ja. Ich fand mich heute, heute zum Beispiel wäre ein Tag, wo ich anrufen würde und sage, kann ich mal den Chef sprechen? Ich überweise komplett zurück und noch einen Bonus. Heute würde ich mich schämen, Geld dafür zu nehmen. Ich habe zwar diese Vorschläge gemacht, ja, aber ich habe Leonore aus Ruppichteroth eine Tasche geschenkt mit goldenen Schnürsenkeln, oder was war das? Reißverschlüsse. Reißverschlüsse, ja, die nicht mal unser Kameramann in seiner Kamera findet. Und ich schäme mich und möchte alles zurückgeben. Würde ich heute sagen. Ja. Was würdest du anders machen, wenn du nochmal beginnen könntest? Also nochmal ganz neu anfangen, den Abend jetzt. Ich würde Dieter Bohlen bitten, dass er Jenny Elvers schwenkert, damit richtig was los ist thematisch. Damit man sich nicht sozusagen mit den Stieglern dieser Welt rumquälen muss. Ja? Damit du rauskommen und sagen kannst, Sie haben es alle heute gehört, meine Damen und Herren, zwischen Brain und Body hat es geknallt. Und dann würde das laufen. Aber man steckt nicht drin. Ja, okay. Ja? Sollen wir es morgen machen? Bitte? Mit Bohlen und Ja, man weiß ja nicht, was so alles passiert. Morgen auf jeden Fall, morgen haben wir ein Hammerprogramm. Heute war auch sehr gut. Ja, aber von mir nicht optimal präsentiert. Das muss man, das Hitzfeld-Desk zugeben. Ich habe den Punkt versäumt, wo ich als Profi vorher hätte gehen müssen, Angriffe. Und ich konnte nicht die optimale Leistung abrufen. So heißt das. Ich konnte nicht die optimale Leistung abrufen. Gott sei Dank kann ich mich ausruhen, wenn mein Gast gleich kommt, meine Damen und Herren.